diesem Raum hinter mir befinden sich jetzt unzählige Song Contest Volunteers, die heute auf ihr Casting warten für den Chor der Song Contest Volunteers. Schaut schon mit. Unmengen von Menschen. Wie wirst du es anlegen, wenn du da jetzt reingehst? Naja, ich versuche so gut wie möglich selbstbewusst zu sein. Aber das ist schon mal ganz das Allerwichtigste. Dass du hingehst und sagst, da bin ich bin die. Ich bin da. Caroline. Die Caroline, ich bin die Caroline und ich gehe nicht mehr weg. Brust raus und jetzt machst du mal Ha! 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 Spürst du es, wie das befreit? Ja. Die Arme machen so ein bisschen so weit, nicht, sie müssen nicht den Bauch schützen, sondern halt wirklich so stehen sie her. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffle game. Ain't no sunshine when she's gone, na, na. And she's always gone too long, see, anytime she's gone. Some say love, it is a river. Im tiefen Keller sitz ich hier. Für einen Chor braucht man ja verschiedene Stimmen. Was gibt es da für Stimmen oder wie würde man das zusammenstellen? Ja, also die klassische Einteilung wäre halt so Alt-Sopran, Tenor, Bass, Mezzosopran. Ich bin da jetzt nicht so der Einteiler, sondern ich schaue mal, wo jeder gut klingt. Shall I stay? And I dream about you all the time. We can do it like a man, damn, man, damn. We can do it like a man, damn. Sugar, sugar, sugar. Was sind Sie für eine Stimmlage? Erste Sopranistin. Erste Sopranistin, wie klingt das? Ich hab 5 Oktaven, dazwischen habe ich großes Loch. Dann singen wir die höchste. Also das ist Koloratur nicht. Quasi, Koloratur, ja. Sopran, wunderbar. Aber dazwischen habe ich dann so ein Loch dann irgendwie. Building Bridges, das ist der Song Contest. Building Bridges in Vienna to the world. Das ist die Bridge. Das ist unser Volunteers Choir.